Amen. Amen. We'll just have a quick review of the material we've covered so far. Also, wir machen noch mal eine Wiederholung über das, was wir soweit besprochen hatten. The subject that we're discussing is the nature and use of parables. Die Thematik, die wir studieren, ist die Art und Weise oder die DNA eines Gleichnisses. And I want to make the bold assertion again that everything we read in the scriptures is essentially a parable. Und ich möchte diese gewagte Behauptung noch einmal machen, dass eigentlich alles, was in der Bibel steht, ein Gleichnis ist. The problem is that when we read, we often don't see the breadth and the scope of what parables really are. Breadth and scope. The width, how big it is. Das Problem ist nur recht häufig, wenn wir an die Bibel herangehen und das studieren, sehen wir häufig die Tragweite von Gleichnissen nicht. So we tend to think that parables are just a few short moral stories in the New Testament. Und so haben wir das Verständnis, dass Gleichnisse jegliche eine kurze moralische Geschichte in der Bibel sind. And I want us to see that it's much more than that. Und ich möchte, dass wir erkennen, dass es weitaus mehr ist. We saw how the word parable itself was constructed from the Greek language. Wir haben bereits erkannt, wie das Wort Gleichnis aus dem Griechischen sich zusammensetzt. And I just I think it's worthwhile just diverting onto a different subject for a moment. Und ich denke, es ist wert, dass wir uns hier kurz etwas anderes anschauen. So I want to make a point that sometimes perhaps we're not aware of. Und deswegen möchte ich jetzt hier einen Punkt machen, der uns des Öfteren nicht bewusst ist. We've discussed Strong's and another scholar called Thayer. Wir haben uns mit Strong's, dem Theologen Strong's, und beschäftigt und jetzt auch noch einen anderen betrachtet, nämlich Thayer. What I didn't mention was that Strong's covers the whole of the Bible, both the Old and New Testament, and Thayer only the New Testament. Was ich aber nicht erwähnt hatte, war, dass Strong's die ganze Bibel beinhaltet, ja, und Thayer bezieht sich nur auf das Neue Testament. I assume most of us are aware that the Old Testament was written in Hebrew and the New Testament was actually written in Greek. Ich denke, dass den meisten bewusst ist, dass das Alte Testament in Hebräisch geschrieben wurde und das Neue in Griechisch. But what you may not be aware was is that there's an Old Testament version that was euch vielleicht nicht bewusst ist, dass es ein altes Testament gibt, that's in wide usage, which was actually a Greek translation as well. Was sehr weit verbreitet ist, das aber eigentlich eine griechische Übersetzung ist. Hundreds of years before Jesus was even born. Hunderte Jahre bevor Jesus geboren wurde. When the Greeks and the Hebrews began interacting as two different nations. Als die Griechen und die Juden als zwei unterschiedliche Nationen gewisse Beziehungen zueinander aufbauten, the Greeks became intrigued with the Jewish religion. Wurden intrigued? Interested, very interested. Bildeten die Griechen ein gewisses Interesse an dem Glauben der Juden. And they requested a translation of the Old Testament or the Hebrew scriptures in their own language, in the Greek language. Und sie hatten die Nachfrage, ob es nicht eine Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes für ihre eigene griechische Sprache gäbe. That Bible version is called the Septuagint. Und diese Bibelversion wird die Septuaginta genannt. Because there were 70 Hebrew scholars that wrote that Bible. Es gab 70 Gelehrte, die diese Bibel übersetzten. The reason I'm mentioning all of this. Der Grund, warum ich das jetzt nun erwähne, is because there are many New Testament passages. Es gibt viele Abschnitte im Neuen Testament,
that quote the Old Testament, die sich auf das Alte Testament beziehen oder daraus zitieren. And when they quote the Old Testament, und wenn sie das tun, sometimes they quote directly from the Greek Old Testament, not the Hebrew Old Testament. Beziehen sie sich manchmal direkt auf das griechische Alte Testament und nicht auf das hebräische Alte Testament. And as you can imagine, there can be slight differences. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, kann es da kleine Unterschiede geben. For those of you who were aware of these subtle differences, für jene, die sich bezüglich dieser feinen Unterschiede bewusst sind, you may be also aware that there are many conservative Adventists who think that the Septuagint is a corrupt Bible version. So mag es auch sein, dass ihr wisst, dass viele konservative Adventisten glauben, dass die Septuaginta eine gefälschte oder ja verfälschte Bibel ist. At a simplistic level, if you hold to that position, you may be correct. Oberflächlich, wenn ihr an dieser Meinung festhaltet, mag das korrekt sein. But the problem is that in the New Testament, when certain portions are copied from the Old Testament, they're from that Greek Old Testament. Sorry, you have to repeat that. The problem that you'll face. Das Problem, das euch da aber jetzt begegnet, is often when the prophets in the New Testament, ist, dass wenn die, dass als die Propheten im Neuen Testament, the disciples, die Jünger, quoted from the Old Testament, sie haben aus dem Alten Testament zitiert. It's clear that they're quoting from the Greek Old Testament, not the Hebrew Old Testament. Und es ist klar, dass sie aus dem griechischen Alten Testament zitierten und nicht aus dem hebräischen. And if you're not aware of that, wenn euch das nicht bewusst ist, you might not be able to explain why there are differences when the Old Testament is quoted in the New Testament. Dann kann es sein, oder dann werdet ihr auch nicht feststellen, dass es da kleine Unterschiede gibt, wenn sie aus dem Alten Testament zitieren, wie es dann eigentlich im Original drin steht. Now you might think, what has any of that got to do with you? Und jetzt kannst du dir vielleicht die Frage stellen, was um alles in der Welt hat das mit mir zu tun? The reason is important. Der Grund, warum das wichtig ist, is because there's a key Old Testament and New Testament passage. Es gibt einen Schlüsseltext für das Alte Testament, that we really need to understand properly. Welchen wir wirklich tiefgründig verstehen müssen. We're not going to study it, but I just want to point something out to you. Den werden wir uns jetzt nicht betrachten, aber ich möchte ja kurz etwas aufzeigen. If you go to Acts chapter 15. Schlagen wir Apostelgeschichte 15 auf. As you turn in, Apostelgeschichte 15. This is the Jerusalem Council. Und wir befinden uns hier zu dem Konzil zu Jerusalem. That's the backdrop of this Bible passage. Das ist der Hintergrund zu dieser Passage. There's a problem in the church. Es herrscht ein Problem in der Gemeinde. And the problem, und das Problem, when I say the, wenn ich jetzt hier sage das Problem, it's actually a person. Dann ist, bezieht sich das eigentlich auf eine Person. And the person is Paul. Und die Person ist Paulus. And his understanding of the Old Testament. Es ist Paulus mit seinem Verständnis des Alten Testaments. And how those passages are being fulfilled in the history in which they're living. Und wie sich diese Abschnitte eben zu ihren Lebzeiten erfüllten. The church doesn't understand how to relate to Paul's ministry. Die Gemeinde versteht nicht, wie sie sich mit dem Dienst des Paulus, wie sie sich verhalten soll. To put it bluntly, um es einfach zu sagen, his interaction with the Gentiles is misunderstood. Seine Arbeit mit den Heiden wird missverstanden. If you go to verse 15, Apostelgeschichte 15:15. That's Acts 15:15. Apostelgeschichte 15:15. We'll read. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. So he ends by saying, as it is written. Und der Vers hört hier auf mit der Phrase, wie geschrieben steht. You see that phrase fairly often in the New Testament. Diesen kurzen Satz sehen wir recht häufig im Neuen Testament. So what's about to be written after that is a direct quote from the Old Testament. Also ist das, was dem folgt, nun ein Zitat aus dem Alten Testament.
And if you were to go to the Old Testament passage that they're referring to, und wenn wir uns nun die Originalquelle anschauen, auf welche sich dieser Vers nun bezieht, you begin to see subtle differences. Dann werdet ihr kleine, aber feine Unterschiede feststellen. Particularly if you're reading from the King James Version. Und ganz speziell, wenn ihr in der King James Bibel lest. And the reason for that, at least partially, und der Grund dafür, zumindest ein Teilgrund dafür ist, is that when James is quoting from the Old Testament here, James or Paul? James. Denn wenn Jakobus hier zitiert, if you go to verse 13, lesen wir noch Vers 13. In the middle of the verse. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. So it's James that's speaking. Also es hier redet also Jakobus. When he quotes from the Old Testament from verse 16 and 17. Er zitiert jetzt quasi hier Vers 16 und 17 aus dem Alten Testament. You'll see it's different than the Old Testament passage. Dann werdet ihr feststellen, dass es hier Unterschiede zum Original, zur Originalquelle im Alten Testament gibt. Because in the King James Version, in when they translated the Old Testament, it was from the Hebrew, not the Greek. Denn in der King James Bibel haben sie aus dem hebräischen Alten Testament und nicht dem griechischen zitiert. The reason why I mentioned this. Der Grund, warum ich das nenne. As I said, it has an impact upon the message that we teach. Und so wie ich sagte, es hat eine Auswirkung darauf, wie wir unsere Botschaft rüberbringen. You've probably read ahead. Dann habt ihr vielleicht schon jetzt dieses Zitat, diesen Vers gelesen. What's the subject of the prophecy that's being addressed here? Was ist denn hier das Thema in der Prophetie, was hier behandelt wird? First part of verse 16. Erste Teil von Vers 16. It's the rebuilding of the temple. Es handelt sich hier um den Wiederaufbau des Tempels. Or the tabernacle. Ja. So you know that we talk about the rebuilding of the temple. Ihr wisst, dass wir über den Wiederaufbau des Tempels reden, sprechen. So if you wanted to understand what we teach, you'd need to understand this passage. Wenn ihr also verstehen wollt, was wir lehren, dann müssen wir diese Passage richtig verstehen. If you're familiar with some of the symbology that we discuss in our movement today, wenn ihr damit vertraut seid, wenn ihr mit gewisser Symbolik in dieser Bewegung vertraut seid, die wir heute lernen, you would have noticed that it was Acts 15:15, a doubling. Dann würdet ihr feststellen, dass hier eine Doppelung vorhanden ist, nämlich Apostelgeschichte 15:15. And you also will have noticed, und dann hättet ihr vielleicht auch festgestellt, that he's quoting from the book of Amos, dass hier das Buch Amos zitiert wird. Chapter 9, verse 11. Und dort die Verse 9:11. So you have a doubling and you have 9:11. So we know there's some coded information here that we need to understand. Wir haben also eine Doppelung und Bezug auf 9:11 und hier sehen wir also eine gewisse verschlüsselte Information, die wir verstehen müssen. Details such as this, solche Details, wie wir gerade gesehen haben, are important for us to understand, sind wichtig für uns zu verstehen. Because what it shows us, denn was uns dies aufzeigt, ist, dass wenn New Testament writers go into the Old Testament, denn wenn die Autoren des Neuen Testaments das Alte zitieren, their words may not match with the original. So mögen ihre Worte nicht mit der Originalquelle 100% übereinstimmen. And worse than that, es geht sogar noch schlimmer. When James quotes from Amos, from the Greek, denn als hier Jakobus aus Amos zitiert und er zitiert aus dem Griechischen, he doesn't even quote accurately. Zitiert er nicht mal korrekt. He spins some of those words. Er verdreht einige dieser Worte. To make the point that he wants to make. Um den Punkt zu machen, den er machen will. And many people today are not willing to objectively accept these little issues or little points. Und viele heutzutage möchten absichtlich
diesen offensichtlichen Punkt nicht akzeptieren. That's assuming that they're even aware of these things. Und ich nehme jetzt an, dass sie sich dieser Thematik, dass sie mit dieser Thematik vertraut sind. So he's either paraphrasing. Also er gibt hier einfach nur mit seinen Worten wieder. Which I doubt. Aber ich bezweifle das. Or he's deliberately changed the words. Oder er verändert absichtlich die, den Text. To suit the point that he wants to make. Um den Punkt herauszustellen, den er machen möchte. He's not the only New Testament writer to do that. Und er ist nicht der einzige Autor im Autor im Neuen Testament, der das tut. And that's an important principle that I think many people don't acknowledge or even recognize. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den viele nicht verstehen oder geschweige denn überhaupt erkennen. But now you do. Bei euch ist es jetzt anders. And we're going to build upon that concept, that idea, as we go through some of our studies. Und wir werden jetzt auf diesem, auf dieser Tatsache, die wir festgestellt haben, drauf aufbauen, während wir fortfahren. Okay, so we've addressed that issue. Das haben wir jetzt kurz betrachtet. Let's have a review of what we spoke about. Nun zu unserer Zusammenfassung von dem, was wir gesagt hatten. We've seen the word parable is made up of two words: throw near. Wir haben gesehen, dass das Wort Gleichnis oder Parabel sich aus zwei Worten zusammensetzt. We then understand, etwas nahe hinschmeißen. That we can pick up this word juxtaposition. Und dann haben wir verstanden, dass wir diese Gegenüberstellung nehmen können. Which contrasts two different ideas, concepts or objects. Und diese Gegenüberstellung betrachtet zwei unterschiedliche Dinge. Tall, short, male, female. Männlich, weiblich, klein, groß. We can compare and contrast the two. Wir können diese beiden Dinge miteinander vergleichen oder gegenüberstellen. Is there a difference between the male and the female? Gibt es einen Unterschied zwischen männlich und weiblich? No, there's no difference. Nein, da gibt es keinen Unterschied. Eve was created from the bone of Adam. Eva wurde aus den Gebeinen von Adam erschaffen. In fact, if you look at the root of their names, it means the same. It's actually the same word. Und wenn ihr euch die die Wurzel ihres Namens anschaut, werdet ihr feststellen, dass eigentlich beides das gleiche bedeutet. In the Hebrew, they're both man. Im Hebräischen sind sie beides Männer. But there's an inflection on the word man for Eve, which means a female man. Aber bei dem Wort von Eva gibt es eben diese kleine Nuance, die sagt, dass sie eben ein weiblicher Mann ist. But of course we know there are big differences between men and women. Natürlich wissen wir, dass es sehr große Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein gibt. So we've looked at the concept of compare and contrast. Also wir haben uns das Prinzip von Vergleichen und Gegenüberstellen angeschaut. We then made the observation that we parables more often than not are looking at natural phenomena and spiritual phenomena. Und dann haben wir uns Gleichnisse angeschaut und festgestellt, dass sie häufig ein Naturphänomen haben, aber auch ein geistliches Phänomen. And what we are endeavoring to do. Und was wir nun weiterhin entdecken, is to understand the spiritual. Wollen ist, dass wir den geistlichen Aspekt verstehen. We're not able to interrogate that doctrine or that idea or that object, whatever that spiritual thing is, we can't understand it clearly. Interrogate. Investigate. Okay, you have to repeat that sentence. What we want to try to do is understand what this spiritual entity is. Wir möchten verstehen, was diese geistliche Komponente nun ist. And the way we do that, und die Art und Weise, wie wir das tun, is not by looking at it. Ist nicht, indem wir es uns anschauen. Or studying it or observing it. Oder es untersuchen. We use another method. Wir nutzen hier eine andere Methodik. We state that another object. Wir sagen, dass ein anderes Objekt is the same as this spiritual entity. Wir behaupten, dass ein anderes Objekt das gleiche ist wie das geistliche. So that's the spiritual entity. Also das hier wäre das geistliche Objekt. That's what we want to understand. Das wollen wir verstehen. There's no point looking at it. Aber wir betrachten es uns nicht. You'll never be able to comprehend what's going on. Wir werden auch nie verstehen können, was es sich da handelt. So what we do
Was wir also verstehen, is look at another object. Und was wir tun, ist, dass wir uns ein anderes Objekt betrachten. I say object, ich sage jetzt hier Objekt oder can Ding. Be a word, es kann ein Wort sein. A concept, kann ein Prinzip, Konzept sein. It doesn't have to be something, a literal object. Also es muss jetzt keine Materie sein. So, when we choose to look at this, also wenn wir jetzt nun wählen, das uns anzuschauen, we have to be careful what we choose. Dann müssen wir achtsam sein in dem, was wir wählen. We wouldn't choose this object. Wir möchten jetzt dieses Objekt hier wählen. It wouldn't be effective. Dann würde das nicht viel Sinn machen. So we're going to look at this, also wir schauen uns hier den blauen Stift an, and we're familiar with this. Und mit diesem blauen Stift sind wir vertraut. And as you examine the nature and properties of this entity, und während wir uns die Eigenschaften dieses blauen Stiftes anschauen, which you can come close to, und uns die nahe betrachten, in your understanding, und die wir verstehen, then you can begin to understand the properties or the nature of the spiritual. Dann können wir die Eigenschaften oder die Art und Weise des Geistlichen verstehen. That's how parables work. So funktionieren Gleichnisse. Comparing and contrasting two different objects. Vergleiche zwei unterschiedliche Dinge und stelle sie gegenüber. And the object is to understand the spiritual. Das Objekt, das wir verstehen wollen, ist das Geistliche. But you can't do that directly. Aber du kannst das nicht direkt tun. You have to go through another entity or object which we're calling the natural. Sondern wir müssen dies durch durch etwas anderes tun, was wir das Natürliche nennen. And the idea is that you choose a natural model that you can comprehend or understand. Und dahinter steckt das Verständnis, dass wir uns eben dieses Natürliche anschauen, was wir verstehen können. And the unique property of parables. Unique property. Also eine gewisse Eigenschaft. And this happens very often, if not all the time. Und diese Eigenschaft kann man sehr häufig sehen. Is that when you have your two items, ist das, wenn du deine beiden Gegenstände hast? In fact, it wouldn't be two pens. In Wirklichkeit sind es ja nicht zwei Stifte. It would be the eraser. Es wäre hier der Radierer oder der Schwamm. So the things are not the same. Ist, dass diese Dinge häufig sogar gar nicht die gleichen Sachen sind. And it's the difference between the two, und dieser Unterschied zwischen den beiden, that makes you begin to think and learn about what this really is. Ist es, das dich zum Denken und zum Überlegen bringt, was denn dieser Stift wirklich ist? Think about it. Denk darüber nach. Pens are used to write things, erasers are used to take away things. Ein Stift ist dazu da, dass du eben etwas schreibst, und der Schwamm, um es wieder abzuwischen. But this natural thing is the very model to understand the spiritual. Aber dieser Schwamm ist eben das natürliche Gegenüber zu diesem geistlichen Stift. That's what this idea or concept of tension or opposition is about. Das verbirgt sich hinter dem Verständnis der Spannung oder dieses Gegensatzes. When you bring them together, wenn du sie wenn du es zusammenträgst, this idea of forcing them together, oder wenn du sie sozusagen zusammenpresst, zusammenzwingst, is because they wouldn't naturally go close to one another. Das musst du tun, weil auf natürliche Art und Weise würden sie sich nie anziehen. So, then I said, let's look at some examples. Dann hatte ich gesagt, lasst uns einige Beispiele anschauen. We went to one of the most important Bible verses, Daniel 11, verse 41. Wir haben uns einen der wichtigsten Bibelverse angeschaut, Daniel 11, Vers 41. We began to look at that verse. Wir haben uns diesen Vers anzuschauen. Then we stopped after a cursory look. Dann haben wir nach einem kurzen Blick da rein unterbrochen. And then we actually looked at verse 40 to 41. Und dann haben wir uns die Verse 40 und 41 genauer angeschaut. And I showed the same concept, the same principle of compare and contrast. Und dies mit demselben Prinzip des Vergleichens und Gegenüberstellen getan. And what I want us to see, was ich nun möchte, dass wir erkennen, is when you use this technique, ist, wenn wir diese Technik anwenden, it gives you the ability, dann gibt sie uns diese Fähigkeit, to add information to a verse that is not there. Da gibt sie uns diese Fähigkeit,
gewisse Informationen einem Vers hinzuzufügen, die eigentlich nicht drinsteht. Now you're not just manufacturing that information. Also wir erfinden diese Informationen nicht einfach. It's created through a method. Sondern sie wird durch eine gewisse Methodik geschaffen. And that method obviously has some presuppositions to it. Presuppositions? You assumptions. Und diese Methodik funktioniert mit gewissen Annahmen. The assumption that we're using. Die Annahmen, die wir nutzen, is that this is a compare and contrast situation. Ist, dass es sich hier um eine Situation handelt, des Vergleichs und des Gegenüberstellens. Therefore, und deshalb, the land of the south, verse 40, ist das Land des Südens, in Vers 40, der König des Südens, is the same as the land of the glorious country in verse 41. Dasselbe wie das herrliche Land in Vers 41. So they're being brought together. Sie werden jetzt hier nun zusammengetragen, because they have similar properties. Da sie ähnliche Eigenschaften oder Gemeinsamkeiten haben. So at one level they're the same, at another level they're different. Auf der einen Ebene sind sie dasselbe, auf der anderen Ebene sind sie etwas anderes. Because they're the same. Sie sind das Gleiche. They both have cannons shooting each other. Beide haben sie Kanonen und sie schießen aufeinander. They both do and experience the same thing. Sie beide erfahren das Gleiche und vollbringen das Gleiche. So, the South Country, das südliche Reich, fights against the King of the North. Kämpft gegen den König des Nordens. What would the glorious land be doing? Also, was würde denn dann das herrliche Land tun? Fighting against the King of the North, the same thing. Es kämpft auch gegen den König des Nordens, das gleiche Unterfangen. We would know that. Das können wir wissen. Because the rule teaches it. Weil es uns die Regel lehrt. Then what we would do? Was wir dann tun? Is go into history. Dass wir uns die Geschichte betrachten. Is that a true fulfillment of the relationship between these two powers? Und quasi die wahre, die reelle Geschichte zu diesen beiden Mächten sozusagen finden. And the answer is yes. Und die Antwort darauf, finden wir da etwas? Ja. The United States, die Vereinigten Staaten, Protestantism, der Protestantismus, is against Catholicism. Er steht dem Katholizismus gegenüber. The mortal enemies. Sie sind Todfeinde. In fact, Erzfeinde. This power here, ja, sogar diese Macht hier, wanted to destroy God's people, möchte Gottes oder wollte Gottes Volk zerstören. And what did the United States do? Und was haben denn die Vereinigten Staaten getan? Defended them. Sie haben es verteidigt. Stood on their side and protected them. Sie standen an seiner Seite und haben sie beschützt. Because it was an opponent or enemy of the King of the North. Denn sie waren ein Feind des Nordkönigs. We all know that. Das alles ist uns bewusst. Yes. Ja. So you can see that this idea to compare and contrast the two lands, the south land and the glorious land, that they have the same relationship when it comes to their relationship with the King of the North. Also wir können also sehen, indem wir die beiden Länder, der König des Südens, das herrliche Land, miteinander vergleichen und gegenüberstellen, dass sie quasi das Gleiche sind in ihrer Beziehung zum König des Nordens. They both hate the King of the North. Beide hassen sie den König des Nordens. Hold on. Moment einmal. This glorious land, dieses herrliche Land, is the army of the King of the North. Ist doch die Armee des Nordkönigs. The King of the South is not. Und der König des Südens ist dies ja nicht. So now you see huge differences between them. Und auf einmal erkennen wir diese großen Unterschiede zwischen den beiden. In fact, tatsächlich sogar, we actually see them fighting against each other. Wir sehen, dass die beiden sich sogar bekämpfen. Because the differences are so great. Weil diese Unterschiede so gewaltig sind. So we can see. Wir erkennen also, that this concept of compare and contrast is actually working properly here. Dass
dieses Prinzip von Vergleichen und Gegenüberstellen funktioniert. Therefore, und deshalb, if the king of the north can overflow the king of the south, und deshalb kann der König des Nordens den König des Südens überschwemmen, überfluten. When it comes to deal with the glorious land, handelt es sich jetzt um das, wenn es sich jetzt nun um das herrliche Land handelt, it too will overflow its enemy. So wird er auch seinen Feind überfluten. And when it does so, und in, wenn er das tut, many servants, werden viele Knechte oder Diener, inhabitants, oder Einwohner, of the glorious land will be overthrown. Einwohner des herrlichen Landes unterjocht werden. In the same way, auf gleiche Art und Weise, that many, wie auch viele, in the south country, viele im südlichen Reich, were also overthrown, ebenfalls unterjocht wurden, when the country was overflowed, als das Land überflutet wurde. So you can see how we can add information by compare and contrast. So können wir erkennen, wie wir Information quasi reinbringen können durch das Vergleichen und Gegenüberstellen. So I'm hoping we can see the effectiveness of this and also the truthfulness of it. Ich hoffe, dass wir die Auswirkungen dessen erkennen und auch die Wahrheit, die dahinter steckt. So let's now go to verse 41. Lasst uns nun Vers 41 betrachten. Before we do so, bevor wir das tun, you might think, so mögt ihr denken, he just chose these verses specially because they're easy to do. So mögt ihr vielleicht denken, naja, er hat diese Verse aus einem besonderen Grund ausgewählt, weil das einfache Verse sind. But these are the verses that we're familiar with. Aber das sind Verse, mit denen wir allen vertraut sind. We'll do a couple more. Wir werden noch einige andere uns ansehen. Famous verses that we're all using, sehr bekannte Verse, die uns allen geläufig sind. To try to convince you that I'm not just picking the easy ones and leaving the hard ones for you to sort out. Und ich möchte hier nur sicherstellen, dass ich hier nicht einfach nur die einfachen betrachte und die schweren euch überlasse. Okay, so we're in verse 41. Also Vers 41. Many shall be overthrown, but Edom, Moab and Ammon shall escape. Viele werden unterjocht, aber Edom, Moab und Ammon werden ihm entfliehen. I want you to remember, ich möchte, dass ihr euch daran erinnert. This is not a study on Daniel 11, 40 to 45. I'm not trying to do that. Dass es sich hier nicht um ein Studium von Daniel 11, 40 bis 45 geht, das versuche ich hier nicht zu vermitteln. That would be a different study. Das wäre ein anderes Studium. All we're doing, alles, was wir hier tun, is going to a Bible verse, ist, dass wir uns einen Bibelvers betrachten, to see how juxtapositioning works. Um zu verstehen, wie dieses Gegenüberstellen funktioniert. It's not to explain all the intricacies or the symbology of the verses. I'm not trying to do that. Es geht hier nicht darum, dass wir uns jede Einzelheit oder alle Symbolik der Verse anschauen. The reason why I mention that, der Grund, warum ich das hier erwähne, is because people, they've already asked me these questions, ist, dass ich bereits die Fragen von einigen bekommen habe. For instance, zum Beispiel, these are three countries, hier haben wir drei Länder, and this is many, und hier haben wir viele, obviously with the concept in the King James it says countries, und in der King James, so wie ihr wisst, steht ja auch Länder, and people want to try to interrogate and find out why is it done this way. Und Leute oder Menschen versuchen jetzt zu verstehen, warum jetzt hier Länder mit Edom, Moab und Ammon angebracht werden. Warum Now, wurde das so getan? I've already asserted that all of this is within the glorious land. Und ich habe bereits erwähnt, dass all dies im herrlichen Land stattfindet. Now, what's on the board doesn't reflect exactly what's in the Bible. Was hier an der Tafel ist, spiegelt nicht hundertprozentig das wider, was in der Bibel steht. Because I said Edom, Moab and Ammon. Denn ich sage hier nur Edom, Moab und Ammon. And of course it doesn't say that in the Bible, does it? Sagt es das so in der Bibel? It says Edom. Es sagt Edom. Moab. Moab.
and the chief of the children. Und die vornehmsten des, der Kinder Ammons. So we want to know what the chief of the children means. So wollen wir doch feststellen, was die vornehmsten bedeutet. And if you start looking at that, und wenn wir uns das anschauen, it would mean the first or the most prominent children. So würden wir zu dem Verständnis gelangen, dass dies die ersten oder die wichtigsten Kinder sozusagen darstellt. We don't have the time, uns fehlt die Zeit, to actually go into how you would decide what that phrase means. Uns fehlt jetzt hier die Zeit, um wirklich definieren zu können, was dieser Satz bedeutet. If we were going to do it, we'd have to project it on the screen and go to the Hebrew, and I'd show you how I think we should approach that phrase. Wenn wir dies wirklich tun wollen würden, müssten wir es auf die Leinwand schmeißen und dann im Hebräischen das genau auseinandernehmen. Because this word, the chief. Denn dieses Wort im Englischen, the chief, im Deutschen ist es übersetzt mit vornehmsten. What does that mean? Prominent? Principals, royals. So it means the most important people of the nation. Also chief im Englischen übersetzt heißt die wichtigsten, die Prominente, die Prominenz einer Nation. Yeah, that would be according to German? Ja, vorname would be royal. Yeah, the royal household. Yeah. The most prominent, important people. Also im Deutschen heißt es auch die wichtigsten. So it can mean that. Also es kann dies bedeuten. Like chief or leader. Also vornehmer, royal, also königlich oder Leitung. Sometimes the royal family would be called the first family. Manchmal wird die königliche Familie auch die erste Familie genannt. So we have to decide what that phrase actually means. Wir müssen nun entscheiden, was dieser Satz bedeutet. And I'm suggesting, meiner Ansicht nach, that concept of first ist das Prinzip des Zuerstseins is not correctly translated in the German. Nicht perfekt oder korrekt übersetzt in der deutschen Sprache. Neither in the English. Aber in der englischen auch nicht. Because when it says chief, denn wenn es im Englischen von chief oder vornehmsten spricht, it gives this concept of someone who is superior. Denn dann vermittelt es, dass es jemanden gibt, der überlegen ist. Like you're rich and wealthy. Wie reich, reich wie beim Reichtum. And that's not what the connotation really is in that scripture verse. Und in diesem Bibelvers geht es darum nicht. I'm suggesting. Was ich sage. It's connected to the first fruits. Dass es hier mit der Erstlingsfrucht verbunden ist. Like the one that is first in a queue. Sozusagen derjenige, der in einer Warteschlange vorne sich befindet. Of course, the people who are at the front of the queue are normally the most important. Normalerweise ist es natürlich so, dass die in der Warteschlange ganz vorne sind, die wichtigsten sind. But this concept is about the first fruit. Aber hier geht es um die Erstlingsfrucht. First fruit. That's why they're smiling over there. Deswegen, they beat us. Deswegen lachen unsere holländischen Geschwister darüber, weil so, es steht eben so in der holländischen Bibel. We could discuss what children is. Wir könnten jetzt hier auch anbringen im Englischen, was Kinder bedeutet. Im Deutschen steht es not. It's not in German. Okay, so maybe we'll have an opportunity if we have time this week. Vielleicht kommen wir noch dazu die Woche. So I'm saying this is talking about the first fruits of Ammon. Ich sage, es geht hier um die Erstlingsfrucht von Ammon. The reason why that's important. Der Grund, warum dies wichtig ist. Because if you have a first fruit, you have a last fruit. Denn wenn du eine Erstlingsfrucht hast, dann hast du auch eine letzte Frucht. And the first fruit is happening in this verse, verse 41. Und die Erstlingsfrucht wird hier in Vers 41 behandelt. So you'd want to locate where the last fruit would be. Happening. Und somit wäre es doch interessant zu wissen, wo die letzte Frucht erwähnt wird. You don't have that many verses. Und so viele Verse gibt es da nicht. So, I'm suggesting. The reason why I say suggesting, it's not just like my random idea. It's because I'm not proving it. That's why I say suggest. Der Grund, warum ich jetzt hier vorschlage, ist, weil es jetzt hier nicht nur einfach meine eigene Idee ist, sondern ich kann es ja jetzt hier nicht alles beweisen. You'd see the
last through in verses 42 and 43. Ihr würdet aber jedenfalls erkennen, dass die letzte Frucht in den Versen 42 und 43 erwähnt ist. So there's things like that that we're not discussing. That's not the purpose of this study. Gewisse Dinge dieser Art werden jetzt hier nicht bewiesen, aber sie befinden sich da. I don't want you to leave you with this idea that we have got weak arguments about the understanding of these verses. We've got very strong arguments. Ich möchte euch nicht mit dem Eindruck hinterlassen, dass wir hier nur schwache Argumente haben. Nein, im Gegenteil, es gibt sehr gute Argumente, aber uns fehlt die Zeit. The purpose of these studies is not to discuss them. Und der Zweck und der Grund dieses Studiums ist nicht, diese zu erörtern. Rather what I want to do, was ich tun möchte, was to look how we can approach these verses by seeing these structures or patterns. Ist, dass wir uns diese Verse anschauen mit dem Aspekt des Vergleichens und des Gegenüberstellens. So if you're comfortable, wenn das nun für euch in Ordnung ist, that in verse 41, dass in Vers 41, when the king of the north enters the glorious land and overflows, der König des Nordens in das herrliche Land eindringt und es unterwirft, two things will happen. Dann werden zwei Dinge vonstatten gehen. Many viele will be overthrown, werden unterworfen in this country, in diesem Land, but others, aber andere, labeled as Edom, Moab and Ammon, und diese anderen sind unter dem Begriff Edom, Moab und Ammon zusammengefasst, shall escape, werden entweichen. And what that's teaching you, und was uns das sagt, if we read verse 42, lesen wir Daniel Vers 42. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen. When he stretches his forth, when he stretches his hand over the countries and Egypt, also er streckt nun seine Hand nach den Ländern aus und auch nach Ägypten. We know that the first fruit of Ammon have escaped in 41. Dann wissen wir, dass die Erstlingsfrucht bereits in Vers 41 entronnen ist. So therefore you know, deshalb wissen wir, when he stretches his hand upon the countries and Egypt, dass wenn er seine Hände oder seine Hand nach den Ländern ausstreckt und nach Ägypten ausstreckt, it doesn't have to tell you, dann muss nicht extra explizit erwähnt werden, that some are going to escape, dass auch hier jemand entrinnen wird. You know that. Das wissen wir schon. And I'm not saying you know that just because it says first fruit in 41, therefore last fruit in 42. Und wir wissen das jetzt nicht nur auf der Grundlage hin, dass es von Erstlingsfrucht Vers 41 und letzte Frucht Vers 42 spricht. You know it by compare and contrast. Sondern wir wissen das durch den Vergleich und den Gegensatz. Because you can compare 41 with 42. Denn wir können 42 mit 43 vergleichen. You begin to see how it works. Fangt ihr an zu verstehen, wie es funktioniert? If someone escapes in 41, they're going to escape in 42. Entrinnt jemand in Vers 41, so entrinnt jemand auch in Vers 42. It's just that these verses are particularly easy. Diese Verse sind eigentlich recht einfach. I knew you were going to say that. She said it's easy for me, but not for her. Also sie sagte, es ist einfach für mich, aber nicht für also für ihn, aber nicht für mich. Und what I meant by easy, was ich mit einfach meinte, it tells you first fruit. Uns wird ja schon direkt gesagt, Erstlingsfrucht. Therefore you say there must be a last fruit. Und deswegen können wir schlussfolgern, es muss auch eine letzte Frucht geben. I'm saying if it didn't say first fruit, und ich sage, wenn uns nun nicht mitgeteilt worden wäre, Erstlingsfrucht, we'd still be able to work it out. Dann wären wir immer noch in der Lage, zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. By compare and contrast. Indem wir eben vergleichen und gegenüberstellen. For those of us who understand these verses, don't or do. Who do. Für jene, die die Verse verstehen. I mean, you read the magazine Time at the End. Und ich gehe davon aus, dass ihr die Zeitschrift Zeit des Endes gelesen habt. We've said that the King of the South is Russia. Wir sagen, der König des Südens ist Russland. We've seen that the United States, wir haben auch gesehen, dass die Vereinigten Staaten is the glorious land, das herrliche Land darstellen.
I'll just put that back in parenthesis, because we're not making that point. Ich schreibe hier König des Nordens in Klammern hin. Wir machen diesen Punkt jetzt nicht. What's Egypt? Für was steht Ägypten? The world. The world. Für die Welt. Why does it say he shall stretch his hand over the countries and Egypt won't escape? Warum heißt es in dem Vers, er wird seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen? Why would he say that? Aus was für einem Grund sagt es das so? It's redundant, isn't it? Ist das nicht redundant, widersprüchlich? If we're saying that this is the world, wenn wir nun sagen, dass das hier die Welt ist, it could have just said all the other countries. Hätte die Bibel nicht einfach sagen können, alle anderen Länder? Could have just said Egypt. Aber es sagt Ägypten, spricht von Ägypten. So I want to suggest, ich sage deshalb oder schlage vor, if you go to verse 40, wenn wir zurück zu Vers 40 gehen, what does the king of the north do? Was unternimmt der König des Nordens? We're talking about the second part of the verse. What is he going to do? Wir reden jetzt über den zweiten Teil des Verses. Was tut er? Take the south. Er erobert den Süden. Then what? Danach? Countries. Und danach heißt es Länder. Im Vers 42. What's he gonna do? Was tut er da? He'll stretch his hand upon. Er wird seine Hand ausstrecken nach. The countries. Den Ländern. Then what's he gonna do? Was tut er dann? Deal with. Er. Egypt. Nimmt sich Ägypten an. We can see that. Können wir das sehen? So I've just laid out the verses. Ich habe jetzt hier die Verse dargelegt. So what I want us to see, was ich nun möchte, dass wir sehen, is what we've created is a mirror. Ist, dass wir hier einen Spiegel erkennen können. Can you all see that? Könnt ihr das sehen? Relatively easily. Ist eigentlich recht einfach. Who said they can't see that? Jemand sagt hier, ich kann das nicht erkennen. Wer war das? There's a line of reflection. Also wir haben hier quasi die Spiegelachse. We've got countries and countries. Wir haben Linksländer, Rechtsländer. The south and Egypt. Und dann haben wir Süden und Ägypten. And everyone knows Egypt is the south land. Und jeder weiß, dass Ägypten das südliche Reich ist. So embedded in all of this progressive history, eingebettet in all diese fortschreitende Geschichte, is a nice mirror or chiasm. Erkennen wir hier diesen Spiegel oder diesen Chiasmus. So we could then look at a totally different model or rule, which is the rule of chiasms, to understand what's going on. Und somit können wir jetzt hier eine komplett andere Regel anwenden, die Regel des Chiasmus, the rule of? I don't know. Can't remember what I said. Okay, gut. Ja, so, also die Regel des Chiasmus oder des Spiegels sozusagen. Is there a question? Or? No, not in verse 41. I've got verse 41 as the reflection point. Also ich habe jetzt hier Vers 41 als die Spiegelachse. All I've done is reflected 40 and 42. Alles, was hier sozusagen gespiegelt wird, ist Vers 40 und 42. Because verse 41, denn Vers 41 is the change from this history to this history. It's a change of dispensation. Denn Vers 41 ist ein Wechsel. Da geht die Geschichte von Vers 40 über in die Geschichte von Vers 42. We could call it an inflection point. What is an inflection point? We call it a turning point in the movement. Wir könnten es einen Wendepunkt nennen. So we'll just call it a turning point. Also belassen wir es bei Wendepunkt. In English, anyway. There's a question. Does it deal with Chanson, Marie and Marat? I'm going to suggest yes. Ja, es hat mit diesen Visionen Marat, Marie und Chanson zu tun.
But if you start talking in those terms, aber wenn wir beginnen, diese Worte oder in dieser Sprache zu sprechen, you have to begin to understand the Hazon, Merer and Merar in a more sophisticated way. Dann müssen wir diese einzelnen Visionen tiefer verstehen. At the simple level, it would be no. Auf der einfachen Ebene gesprochen wäre die Antwort nein. So, the only reason I mention this. Der einzige Grund, warum ich das nenne, because I want us to see that the way the sentences are structured is very precise. Ist, dass die Art und Weise, wie diese Verse strukturiert sind, sehr genau ist. Now, you may be aware. Euch mag bewusst sein. Let me stop that. Let me approach this problem a different way. Okay, wir brechen hier ab. Ich muss das Problem auf eine andere Art und Weise angehen. What is Egypt a symbol of? Ägypten ist ein Symbol für was? The world. Für die Welt. If this is the world, wenn das nun hier die Welt darstellt, and you take out Russia, und wir quasi Russland herausnehmen, and you take out the United States, und wir nehmen auch aus diesem Kreis die Vereinigten Staaten heraus. What are you left with? Was bleibt da noch übrig? The rest of the world. Der Rest der Welt. Or, oder? All the other countries. Oder all die anderen Länder. So when it says countries in Egypt, wenn uns also nun gesagt wird, alle anderen Länder und Ägypten, it's a redundant statement. Dann ist das eigentlich ein widersprüchliches oder ja, so ein doppelt gemoppelt sozusagen, salopp gesagt. Oder überflüssig. Is it really redundant? Ist es denn wirklich überflüssig? Of course not. Natürlich nicht. Because that would be a waste of ink. Denn das wäre ja eine Verschwendung von Tinte. And God doesn't waste anything. Und Gott verschwendet nichts. So this is another important thing that I want us to see. Denn das ist etwas, ein weiterer wichtiger Punkt, den ich möchte, den wir erkennen. All of you. Alle von except uns. Except for the new people. Vielleicht außer denjenigen, die ganz neu sind. You told me that Egypt was the world. Ihr hattet mir gesagt, dass Ägypten die Welt darstellt. How do you know? Woher wisst ihr das? How do you know Egypt is the world? Woher wisst ihr, dass Ägypten die Welt ist? How would you prove that? Wie würdet ihr das beweisen? So people go either into different places in the Bible. Also verschiedene Leute mögen jetzt hier an verschiedene Stellen in der Bibel gehen. Or they'd go to a spirit of prophecy quote. Oder sie würden ein Zitat aus dem Geist der Weissagung zu Rate ziehen. And what should we be doing? Aber was sollten wir tun? Stay in the verse. Schau dir den Vers an. And see if the verse can tell us. Und schau, ob der Vers dir die Information nicht entlockt. So I'll ask the question again. Ich frage die Frage nochmal. How do we know the Egypt is the world? Woher wissen wir, dass Ägypten die Welt, ist, Herr? What have we got here in verse 42? Was finden wir denn hier in Vers 42 vor? What principle is being employed there? Welches Prinzip wird hier angewendet? It's using the principle of repeat. Hier wird das Prinzip der Wiederholung. So you'll know. Ihr kennt es ja alles. Es ist das Prinzip der Wiederholung und Erweiterung. So, repeat and enlarge. What does repeat mean? Was bedeutet denn Wiederholung? It means say it again. Es bedeutet nichts anderes wie sag nochmal. Wow, wow. Wehe, wehe. Kapitel 15, Vers 15. 15, 15. No additional information. Keine zusätzliche Information. Enlarge. Und Erweiterung. Is repeating the information. Bedeutet das Gesagte wiederholen. But you say it in a different way. Aber auf eine andere Art und Weise sagen. And that different way gives you added information. Und da du es anders sagst, bekommst du hinzugefügte Infos.
So that's what they're doing here in verse 42. Und dies geschieht in Vers 42. And so you can see that countries. Und so können wir feststellen, dass Länder equals Egypt gleichsteht mit Ägypten. And we know. Wir wissen. Two of the countries have been taken out. King of the South. Wir wissen, dass zwei Länder, der König des Südens, erobert wurden. The glorious land. Und auch das herrliche Land. We know that. Das wissen wir. Sorry, I don't know what I was doing there. So, oh yeah, because it was countries. Yeah. Forgot the S. So countries is Egypt. Also die Länder stehen für Ägypten. So to prove that Egypt is the world, you just the verse does that for you. Easily. Um nun zu beweisen, dass Ägypten die Länder darstellt, dieses, das macht der Vers für euch. That's your first witness. Das ist euer erster Zeuge sozusagen. I didn't ask Brother Mark which verse in Revelation 11. I assume he's correct. Ich habe hier unseren Bruder jetzt nicht danach gefragt, nach welchem Vers in Offenbarung 11. Ich nehme an, dass er weiß, von was er redet. But then that would be your second witness. Dann wäre das euer zweiter Zeuge. And then you'd know you're correct. Und dann wüsstest du, dass du richtig liegst. Because if you went to Revelation 11, you'd have to go somewhere else. Denn sorry. You'd have to go somewhere else as well. Denn, besides Revelation 11. Denn sonst müsstest du nebst Offenbarung. Everybody can see that. Das kann doch jeder erkennen. Easy to see once it's brought to your attention. Wenn es dir einmal, wenn du einmal darauf aufmerksam gemacht wurdest, dann kannst du es einfach erkennen. So I'm sure the people who are paying attention. Ich bin mir sicher, dass diejenigen, die hier folgen konnten. Before you come to me at the end. Bevor ihr jetzt nach der Präsentation wieder zu mir herkommt. I haven't forgotten about these countries. You have or you haven't? No. Ich habe diese Länder jetzt hier nicht vergessen. So we'd have to address what it means about these countries. Wir müssten also noch diese Länder sozusagen auch betrachten. But what I want us to see, was ich aber möchte, dass wir erkennen, is that whatever's going to happen here, it would happen here. Das, was immer hier auf der linken Seite der Spiegelachse passiert, auch auf der rechten Seite passiert. So when we start dealing with this history, beginnen wir also, wenn wir anfangen, uns mit der linken Seite zu beschäftigen, it would begin to explain this history. Dann würde es auch die rechte Seite erklären. Are you okay with that? Könnt ihr mir da folgen? So, if that's correct, then these countries. Wenn das richtig ist, dann sind jene Länder oder diese Länder. What are they? Was stellen die denn da? The world? The world? Die Welt? The world's going to be taken before the United States. Die Welt wird erobert vor den Vereinigten Staaten. We know how we deal with verse 40. Sorry? We know how we normally deal with verse 40. Wir kennen doch die Auslegung Vers 40, wie wir es bisher getan haben. What are these countries? Was stellen denn diese Länder dar? Russia was a. These are the satellite states. Das sind die Satellitenstaaten der Sowjetunion. You know those countries, Poland, Ukraine, Yugoslavia, all those satellite countries on the east of Europe that separate. Ihr kennt diese die Anreihe Staaten Polen, Ukraine, Osteuropa, die nun eigenständig sind. If we put equals here, wenn wir jetzt hier Gleichheitszeichen setzen, what are you going to be forced to do? Was zwingt uns das dann zu tun? Put equals here. Gemäß dem Spiegel müssen wir dann auch Gleichheitszeichen auf der anderen Seite setzen. Can you see the problems that we're going to begin to face now? Könnt ihr die Probleme erkennen, die uns nun ins Auge schauen? Either. Entweder. This is not quite correct. Ist das hier nicht hundertprozentig korrekt? Or. Oder. It is. Oder es ist korrekt. And therefore this is correct. Dann muss auch die linke Seite korrekt sein. And if this is correct. Und wenn das stimmt. What have we been saying for the last 2 years? Was sagen wir denn seit den letzten
in den letzten zwei Jahren, we'd made mistakes, dass als wir uns eingestehen mussten, dass wir Fehler gemacht haben, by incorrectly identifying who the king of the south is, indem wir fälschlicherweise ausgelegt haben, wer der König des Südens ist. So, if it's Russia and not the Soviet Union, wenn es nun Russland ist und nicht die Sowjetunion, and they're two separate entities, und das ja zwei eigenständige Dinge sind, if that's correct, wenn dies korrekt ist, then this is not correct, dann wäre das nicht korrekt. That the countries are not Egypt, dann wären die Länder nicht Ägypten. And if they're not Egypt, und wenn sie nicht Ägypten sind, then we have to reconsider how we're going to identify what happens in the Sunday law history. Dann müssen wir nochmal darüber nachdenken, was zur Zeit der Sonntagsgesetzkrise passiert. So, even though you may not know the answer, also auch wenn ihr jetzt vielleicht die Antwort nicht kennt, what I want to identify to you, was ich möchte da, oder was wir hier herausstellen möchten, is the power of these structures in identifying what would be right and what would be wrong. Dass diese Strukturen oder diese Prinzipien die Macht haben, uns aufzuzeigen, was wahr und was falsch ist. Because you can't take this history before the Sunday law, denn du kannst nicht die Zeit vor dem Sonntagsgesetz nehmen and separate it from the history after the Sunday law, und von der Geschichte nach dem Sonntagsgesetz trennen. They have to be the same. Sie müssen die gleiche Geschichte darstellen. We can see the sameness, can't we? Wir können ja hier from this mirroring. Wir können ja durch diesen Spiegel hier oder durch die Spiegelung wissen wir das. So either, also entweder, we need to reconsider how we identify this history. Also entweder müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir diese Geschichte hier verstehen. That either the king of the south can be identified as Russia and the Soviet Union, dass der König des Südens als Sowjetunion und Russland ausgelegt werden kann, oder did I say something wrong? The Soviet Union, also hier kam eine Frage auf, die Sowjetunion is a union of independent countries, ist ein Verbund von eigenständigen Ländern. And Russia was only one of those countries. Und Russland war nur eines dieser Länder. But it was the dominant country. Obgleich die vorherrschende, das vorherrschende Land. It set the rules, it set the agenda. Es legte quasi die Agenda fest. It told the Ukrainians what they can and cannot do. Es hat den Ukrainern beispielsweise gesagt, was sie tun können und was nicht. And the Ukrainians came to a place and they said, we're not going to listen to you anymore. Und die Ukrainer kamen irgendwann an den Punkt, dass sie gesagt haben, mit euch wollen wir nichts, wir hören nicht mehr auf euch. So they separated. Und dann haben sie sich getrennt. If you're not familiar with that history, wenn ihr nicht vertraut seid mit dieser Geschichte, not that history, with that relationship, Korrektur, nicht die Geschichte, sondern mit dieser Art und Weise, der, dieser Natur der Beziehung. I'm just trying to think if I should do this now, because I want to bring, I'll bring another story. Ich bin am Überlegen, wie ich jetzt hier am sinnvollsten vorgehe. So this is for my sister. Also in Bezug nehmend auf deine Frage. This is a country. Hier haben wir, das stellt ein Land dar. And this country isn't really a country. Dieses Land ist nicht wirklich ein Land. It's composed of a number of different countries. Es besteht aus einer gewissen Anzahl von Ländern. Five countries in this. Fünf Länder beinhaltet es. And the name of this entity, der Name dieser ja dieses Landes, is the United States of America. Ist die Vereinigten Staaten von Amerika. It's a land. Es ist ein Land, composed of five countries, das aus fünf Ländern besteht. We don't call them countries. Wir nennen diese Länder nicht Länder. What do we call them? Wie nennen wir sie? We call them states. Wir nennen sie Bundesstaaten. But each one of those states
functions as an independent country. Jedes dieser einzelnen Bundesländer agiert als ein eigenständiges Land. They have their own separate and distinct rules. Sie haben ihre eigenen Regeln. Four states. Then each state sends a representative. Und jeder dieser Staaten sendet nun einen Repräsentanten to a building zu einem Gebäude in Washington D.C. in Washington D.C. And we call this dieses Gebäude nennen wir the Federation. Federation. Ja? So this Federation controls all of these states. Diese Föderation kontrolliert all diese Staaten. Are we okay with that? Folgen wir dem? So let's go to this one. Gehen wir weiter. This is not the United States, but it looks identical to it. Das stellt jetzt nicht die Vereinigten Staaten dar, aber es sieht ähnlich aus. What's this one? Welches Land ist dieses hier? This is the USSR. Das stellt die UdSSR dar. The Soviet Union. Die Sowjetunion. And it works exactly the same. Gleiches Prinzip. It has some subtle differences. Es gibt leichte Unterschiede. But in this case, aber in diesem Fall, it's a federation. It has all those same properties. Auch dies hat die gleichen Eigenschaften. But in this one, all the states are equal. Aber in diesem Fall sind alle Staaten haben das gleiche Recht. In this one, the states are not equal partners. Und in dem anderen Beispiel sind die einzelnen Staaten nicht gleichberechtigt. Because the Federation House, denn die Föderation hier is actually here. Befindet sich eigentlich in einem der Länder. And they all go to this place. Und sie gehen alle gehen zu diesem Land. To this state, an diesen Staat, which is Russia. Welches Russland ist. So Russia controls things. Russland kontrolliert deshalb gewisse Vorgänge. It's not a coincidence. Das ist kein Zufall. That they're identical. Dass sie that they're identical. Das ist kein Zufall, dass sie die gleichen Eigenschaften haben. Because this is compare and contrast. Denn das hier ist vergleichen und gegenüberstellen. And I just show you that here. Und genau das habe ich euch hier aufgezeigt. So when we come and destroy this federation, und wenn dieser Bund, dieser Staatenbund back here in verse 40, zerstört wird, wie wir in Vers 40 wissen, and we make a distinction between the countries, und wir den Unterschied zwischen den Ländern and the south und dem Süden machen. We have to ask ourselves, dann müssen wir uns selbst die Frage stellen, what impact is that going to have in this history post Sunday law? Welche Auswirkung wird es auf die Zeit nach dem Sonntagsgesetz haben? So we'll have a break now. Wir machen nun eine Pause. Have you think about what I'm saying? Denk darüber nach, was ich sage. And we'll summarize in our next presentation. Und in unserer nächsten Präsentation werden wir wieder zusammenfassen. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und Gnade. We want to ask for a blessing upon us. Wir bitten dich für einen Segen. And upon the study and meditation of your word. Ein Segen für unser Nachsinnen und Studieren deines Wortes. Pray in Jesus' name. Wir beten dies in Jesu Namen. Amen. Amen.